müssen schon anhalten. Der Schnee wird immer dichter. Zum Glück haben wir alle Winterräder drauf, oder? Auch der Sprinter macht langsam Probleme. Und kommt ins Rutschen. Oh yeah. Und hier überholt noch einer. Sehr gut. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du ein Quattro hast. Ich bin sehr stolz auf euch beide. Ihr seid sehr gute Autofahrer. Mit viel Präzision geht es hier den Berg hoch. Gleich erreichen wir Torfhaus. Es ist immer rutschiger für den Sprinter. Mit konstanten 40 km/h erreichen wir Torfhaus. Die Autos hinter mir halten genügend Sicherheitsabstand. Ich muss auch genügend Sicherheitsabstand halten, um den vorausfahrenden Fahrzeugen dann nicht hinten raufzurutschen, wenn es gleich bergab geht. Vorhin regnete es nur hier im Harz, jetzt schneit es. Wir fahren mit 30 km/h durch Torfhaus, aus Sicherheitsgründen, um Glätteunfälle zu vermeiden. Der LKW vor mir gibt auf. Er möchte lieber eine Pause machen. Wir ziehen weiter eine Spur durch den Harz. Hoffentlich keine Spur der Verwüstung. Ich werde versuchen, das Fahrzeug am Laufen zu halten. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Mein nächster Halt, Nordhausen. Es ist ein Abenteuer, im Winter durch den Harz zu fahren. Doch auch mit 50 km/h hat dieses Fahrzeug sehr guten Grip. Hier überholt wieder ein VW. Dieser hat höchstwahrscheinlich auch Allrad. Ich muss versuchen, in den Spuren zu bleiben. Ansonsten kommt das Fahrzeug ganz schön ins Schlingern. Aber mit 50 km/h fühle ich mich sehr sicher. Ich glaube, jetzt sind wir am höchsten Punkt der Straße angelangt. Jetzt fahren wir schon 60 km/h. Dies werde ich bei dieser Witterung als Höchstgeschwindigkeit deklarieren. Schneller als 60 km/h werde ich auf freier Strecke nicht fahren, aus Sicherheitsgründen. Wir kommen heil in Nordhausen an. Dann haben wir das Schlimmste überstanden und dann können wir über Autobahnen fahren, wo deutlich besserer Winterdienst unterwegs ist als hier auf der B4 im Harz. Bis jetzt habe ich noch kein einziges Streufahrzeug gesehen, aber diese werden bestimmt bald den Berg hier hochkommen. Als ich vor 3 Stunden diese Straße entlang fuhr, lag hier noch kein Schnee, nur am Rand. Es regnete. Demnach sind es mittlerweile Minusgrade, dass der Regen zu Schnee wurde und dementsprechend auf der Straße liegen bleibt. Schneeverwehungen durch heftige Stürme sind jetzt zu erwarten, da wir jetzt unweit des Brocken sind, an höchster Stelle dieser Landstraße. Ciao.
schauen Sie gespannt dieser Fahrt zu. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Das Schneetreiben wird immer heftiger. Ich hoffe, wir kommen heil am Ziel an. Wir kreuzen jetzt die Bundesstraße 242. Diese wird uns nun begleiten bis zum Abzweig Richtung Rübezahl. Die höchsten Stellen haben wir nun erklommen und jetzt geht es größtenteils bergab. Das bedeutet, dass wir nicht mehr den Berg hochquälen müssen und ins Schlingern geraten. Bergab haben wir hoffentlich mehr Grip, um zu bremsen.
haben uns nun einer Kolonne angeschlossen, dessen LKW wir jetzt verfolgen mit ca. 45 Fahrzeuge verlassen jetzt die Straße.
Der Button. Der Button. Hast du einen Button? Thank you.